Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir ein schickes Meerwasser-Aquarium anzuschaffen, von dieser Materie aber mal so überhaupt keine Ahnung hast oder du vor dem Start den ein oder anderen Fehler vermeiden möchtest, dann habe ich dieses Video für dich, denn hier gehen wir die Technik und das erste Besetzen mit Korallen durch und sagen dir auch direkt, was du ungefähr preislich einplanen solltest. Besonders interessant ist dieses Video für dich, wenn du bisher nur Süßwasser-Aquarien kanntest, denn hier gibt es den ein oder anderen Unterschied, auf den wir natürlich eingehen werden. Jetzt kommen wir zu einer Thematik, die enorm wichtig ist. Was ist ein Abschäumer? Gerade vielleicht für die aus dem Süßwasserbereich. Das ist zu klobig eigentlich. Nee, warte mal. Meine Damen und Herren, dieses Tier ist der sogenannte Penisfisch. Manchmal darf man einfach Sachen nicht auf YouTube zeigen. Nate-Drop. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal mit wirklich schönem Anlass heute, denn wir sind zu Besuch im Unterwasser Freiburg. Neben mir steht Tim und wir beide, wir werden heute ein Aquarium einrichten. Wir haben die Ehre, euren Showroom hier nochmal etwas zusätzlich zu verschönern, sage ich mal ganz frech, denn wir planen hier ein Projekt der besonderen Art. Genau, das Becken soll nämlich maximal nachhaltig sein. Das heißt, Fische, Korallen aus Nachzucht und was geht auch noch regional. Und dazu kommt, wir wollen das Ganze kostentechnisch wirklich enorm gering halten. Also wir bauen dieses Aquarium so auf, dass wir sagen, das funktioniert mit der Technik. So könnt ihr erfolgreich ein Meerwasser-Aquarium fahren. Vielleicht auch interessant für die ganzen Süßwasserleute, denn das ist jetzt ein Becken, was nicht speziell an die Meerwasser-Aquaristik angepasst ist. Nee, das ist ein stinknormales 1 Meter x 40 x 40, wie du es in jedem Baumarkt kriegst. Also wirklich so absolutes Standardmaß, relativ dünnes Glas. Kriegst du irgendwie zwischen 50 und 60 Euro. Ich habe es jetzt noch ein bisschen gepimpt, da ist hinten noch Abtintfarbe drauf und hier vorne ein bisschen weiße Folie, einfach damit es ein bisschen schicker aussieht, aber das lass das mal 10 Euro mehr sein, also... Voll getuned. Getuned, ja. Also ihr wisst auch am Ende des Videos wirklich zu 100%, was das Teil kosten würde, so wie es hier steht. Das hier sind jetzt Pi mal Daumen 150 Liter, also achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr einen Unterschrank habt, der das ganze Gewicht tragen kann. Wir werden dieses Becken ohne Technikbecken konzipieren. Also auch die ganzen Gerätschaften, die ihr für ein Meerwasserbecken braucht, werden hier im Aquarium installiert. Das ist, denke ich, aber auch vom Verständnis heute mal ein bisschen einfacher, als wenn wir dann mit zwei Aquarien in einem System rummachen. Ich glaube, so genau, kann man das am ehesten verstehen. Das macht es auch viel einfacher, weil man kann wirklich jeden Untergrund nehmen. Also ob du da jetzt einen Aquarienschrank, wie wir hier nimmst, oder irgendeine Kommode, die vielleicht noch verstärkt. Und von mir ist auch ein IKEA-Schrank, den man noch ein bisschen gepimpt hat. Ist eigentlich scheißegal, wo es halt drauf passt. Kennst du mein IKEA-Becken? Ja, ist geil, ja. Das ist eine andere Geschichte. Solange das stabil genug ist, ist da der Fantasie keine Grenze gesetzt. Sehe ich auch so. Wir haben heute das große, große Glück, dass wir in einem Aquarienladen sind. Von daher, wir werden alles, was wir für dieses Becken brauchen, auch hier finden. Wir müssen uns quasi nur umdrehen und können uns den ganzen Kram einmal einsammeln. Können ja einmal durchrennen, Arme voll machen und rein damit. Jawohl. Und ich würde sagen, das machen wir genau jetzt. Nein. So, Nummer 1 für ein Meerwasser-Aquarium wäre ja an sich der Abschäumer, würde ich sagen, oder? Ich hätte jetzt gesagt, tatsächlich Filter, weil du musst ja irgendwas haben, was dir die Schwebstoffe rausnimmt, wo du zum Beispiel auch noch irgendwie Filtermedien und sowas reinmachen kannst. Deswegen Tunze Reef Pack hat beides drin. Super Sache. Und auch baugleich, das heißt, die kannst du super geil nebeneinander machen, das stört dann optisch nicht so sehr. Und man kann halt alles hier in einem Bundle noch mit praktischem schübschen Trageeimer sich holen. Kostet bei uns 178 Euro, du hast quasi so Filtertechnik dann am Start, was du brauchst. Dann brauchen wir natürlich mehr Wasser, ein bisschen Strömung. Da wir auf einem Budget sind und wollen, dass das Ganze ein bisschen günstiger bleibt, nehmen wir keine steuerbare Pumpe, obwohl ich das natürlich immer empfehlen würde, weil du halt eine Wellenzirkulation hinkriegst, aber um einfach mal eine Strömung hinzukriegen, um da ins Thema zu starten und ins Hobby einzusteigen, tut es auch so eine ganz einfache Tunze Nano Stream. Kann ich auch nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie viel Becken ich dieses Teil schon eingebaut habe. Ist wirklich auch auf lange Sicht gesehen eine Top-Strömungspumpe für kleinere Becken. Die Dinger gehen halt einfach nicht kaputt. Dann, weil das Ding offen ist, haben wir Verdunstung und immer selber nachgeben ist blöd. Ist ziemliche Salzgehaltsschwankung, wollen wir nicht. Nachfüllautomatik. Da sind wir bei 79 Euro und bei der Pumpe sind wir bei 35 Euro.
Könnte man jetzt auch die 16-15er nehmen, aber ich finde die 20er ein bisschen praktischer, einfach weil sie kleiner ist, die siehst du nicht so. Gerade in unserem Becken finde ich die auch besser. Genau. Ja. Dann wollen wir noch die Scheibe putzen, finde ich auch immer sehr wichtig. Tunze Nanomagnet, weil wir haben hier nur eine 6er Scheibe, da reicht der kleine, aber den pimpen wir auf jeden Fall mit der breiten Kunststoffklinge und der Metallklinge, weil das ist im Meerwasser einfach ultra geil. Bin ich bei dir. Und dann müssen wir natürlich noch das Becken ins Laufen kriegen, also Starterbakterien. Zack. Fangen wir mal an mit dem Abschäumer. Was ist ein Abschäumer? Gerade vielleicht für die aus dem Süßwasserbereich, das ist ja eher ein Tool, was man jetzt nicht ganz so kennt. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Selbstreinigungsprozess des Meeres. Wenn ihr am Strand vorbeilauft, dann habt ihr auch oft den Effekt, dass das Meer große Mengen an Schaum ans Ufer spült und nichts anderes passiert eigentlich im Abschäumer. Da werden quasi kleine Schmutzpartikel an Luftblasen gebunden und die gehen einmal nach oben in so eine kleine Kammer. Die kann man rausnehmen und diese ganzen kleinen Geschichten kannst du einfach in Ausguss schütten. Und warum ist das im Süßwasser nicht so? Weil Süßwasser einfach nicht so schäumt. Genau. Hat eine andere Dichte und andere Viskositäten, dadurch kriegst du das nicht hin. Der Biologe. Schön dazu passen noch der Innenfilter. Genau. Was bei dem Tunze-Innenfilter ganz cool ist, das ist so, ja ich sag mal Toploader. Du kommst halt von oben an den Filter und Filtermaterial ran, ohne dass du den jedes Mal komplett ausbauen musst. Im Süßwasser kennen das ja viele, dass sie dann irgendwie den Filter ausbauen müssen oder da irgendwie unten dran rumziehen, dass sie den Schwamm da abkriegen. Kannst du ja bei dem sparen, du kommst von oben wunderbar easy dran. Finde ich eine sehr coole Nummer und er hat auch noch eine Oberflächenabsaugung. Das heißt, man kriegt die Kahnhaut weg, weil wir haben ja keinen Ablaufschacht. Exakt. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr bei einem Filtermedium, Watte zum Beispiel, einen regelmäßigen Austausch macht. Das ist im Meerwasser ganz wichtig, dass sich eben keine Depots bilden, die euer Wasser zusätzlich belasten. Natürlich ist es jetzt so, das Ganze nimmt euch ein bisschen Platz weg. Es ist, wie im Süßwasser zum Beispiel, immer schöner, einen Außenfilter zu machen. Klar, ja. Das wird gelöst in der Meerwasseraquaristik meistens mit einem Technikbecken. Sprich, diese ganzen Einheiten habt ihr eine Etage tiefer in einem Technikbecken. Aber wir wollten das ja mal so einfach wie möglich demonstrieren. Dementsprechend gibt es diese Lösung von uns. Dadurch, dass wir die schwarze Rückwand haben, fällt es halt auch nicht so auf. Das ist ganz cool. Das ist Design. So, und da natürlich dieser Innenfilter nicht genug Strömung erzeugt, brauchen wir definitiv noch die Strömungspumpe. Auch ein Unterschied zum Süßwasser, denn im Meerwasser gibt es wirklich Korallen, die enorm viel Strömung benötigen. Nicht alle, auch ganz klar, aber eine Koralle würde verhungern, wenn sie jetzt zum Beispiel in einem komplett strömungstoten Becken ihre Polypen ausfährt, um entsprechend Nahrung einmal zu sich zu nehmen. Denken wir jetzt erstmal, mit einer sollte es reichen. Ich verbaue die jetzt einfach mal so hier hin, dass sie möglichst versteckt ist, dass man aber auch gut drankommt. Ich finde es bei Pumpen immer wichtig, klar, ist blöd, wenn man sie sieht. Ist aber auch scheiße, wenn du nicht an die drankommst, um sie zu warten und zu reinigen, weil dann machst du es in der Regel nicht. Deswegen lieber so, dass man es sieht, wenn sie irgendwie zugeht oder verschmutzt ist und man einfach gut rankommt. Weil Pumpen sollte man schon alle 3 Monate mal rausholen, mal ordentlich durchschrubben, weil die verlieren sonst eine Menge Leistung. Das Ding mit der Strömung ist, kennst du das ja auch, die muss man eigentlich ständig nochmal nachjustieren oder umbauen. Das ist einfach so ein ewiges Thema, was nie irgendwie eine konstante Lösung findet. Da muss man einfach ein bisschen rumprobieren, das gehört aber dazu. Gerade jetzt, wenn wir noch gar nichts drin haben, ist es natürlich immer doof, ein Strömungskonzept zu konzipieren, ohne eine Ahnung zu haben, was überhaupt an Steinen und an strömungsbremsenden Elementen letztendlich im Becken drin ist. Genau. Jetzt kommen wir zu einer Thematik, die enorm wichtig ist und die man auch schon von Beginn des Videos hier oben drauf gesehen hat, nämlich das Licht. Und das Licht ist in der Meerwasseraquaristik doch fast schon mit das Wichtigste, würde ich mal sagen. Wie ist der dumme Spruch? Licht ist Leben. Deswegen, also eine gescheite Lampe ist schon wichtig. Das ist jetzt ein relativ günstiges Produkt für 100 Euro. Bin auch ehrlich gesagt noch nicht sicher, was die kann. Müssen wir ausprobieren. Sie sollte aber definitiv für einfache Weichkorallen und vielleicht ein paar einfache Gorgonien, die du ja so gern magst, definitiv ausreichen. Das wäre aber auch das allererste an Technik, was ich an so einem Becken auf jeden Fall upgraden würde. Oder wo man vielleicht dann auch überlegen kann, wenn man ein paar Euros noch über hat, dass man da ein bisschen mehr investiert. Das ist zum Beispiel auch nochmal wichtiger als jetzt irgendwie eine steuerbare Pumpe oder so. Und decken sie natürlich geiler aus, wenn du eine geilere Lampe hast. Klarer Fall. Absolut. Mich fragen auch immer wieder Leute, ob es nicht funktioniert, gerade bei Weichkorallen eine Süßwasserbeleuchtung drüber zu hängen. Ich persönlich empfehle es nicht unbedingt, aber ich weiß, dass es funktioniert. Es funktioniert, es sieht aber scheiße aus. Richtig. Ein Nachteil bei der Lampe hier jetzt, ich kannte das Modell vorher auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aqua L. Das ist Aqua ein Süßwasserhersteller, relativ günstig. Ist auch als Meerwasserlampe tatsächlich ausgeschrieben. Wird auch definitiv für Weichkorallen und auch für ein paar Makroalgen gehen.
Ob das dann wirklich so geil ist und ob das eine langfristige Lösung ist, muss man gucken. Und ihr könnt auch keine Blaulichtphase einschalten, was ja im Meerwasseraquarium aufgrund der Farbvielfalt der Korallen natürlich immer schöner ist. Ne? Das würde jetzt hier auch nicht funktionieren. Aber für Tiere, die jetzt nicht allzu große Ansprüche an das Licht haben, funktioniert das. Anderes Thema, was ich gerne ansprechen möchte, auch wenn wir jetzt noch nicht direkt zu den Tieren gehen, machen wir aber gleich. Heizung. Ihr seht schon, wir haben hier jetzt keinen Heizstab drinnen. Ein Meerwasseraquarium läuft im Normalfall so auf 23, 24 Grad. Ich habe auch schon Aquarien gesehen, die auf 21, 22 Grad sehr gut laufen, gerade im LPS-Bereich. Die Tiefwasserarten vor allem. Genau. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, so die, sag ich mal, klassischen Stein- und Weichkorallen, die man so hat, kommen eher aus dem Flachwasserbereich. Da hast du ein bisschen höhere Temperaturen. So die LPS, Azuxantelle, Gorgonien, die kommen oft ein bisschen tiefer vor. Da darf es dann auch ruhig ein bisschen kälter sein. Aber mit 23,5, 24 Grad fährt man in der Meerwasseraquaristik eigentlich immer super. Genau. Dementsprechend, wir sind hier in einem Aquariengeschäft. Wir haben hier einfach konstant diese Temperaturen. Allein schon durch den großen Süßwasserbereich, der ja meistens ein bisschen wärmer gefahren wird. Wir haben jetzt hier keinen Heizstab drin. Da könnt ihr aber auch wirklich Heizstäbe aus dem Süßwasserbereich nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Von der Technik haben wir soweit eigentlich erstmal alles, um zu starten. Ja, jetzt kommt das Geile, Hardscapen. Jetzt kommt's richtig gut. Und zwar, wir holen jetzt Steine und schauen einfach mal, was wir Schönes hier rauskriegen. Steine, 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 Steine. Wir wollen ja nachhaltig machen. Das heißt, Lebensgestein ist raus. Definitiv. Ich bin aber auch der Meinung, dass man kein Lebensgestein braucht. Das ist zwar, wenn man ein kleines Stück mit reinmacht, ganz nett für die Biologie, aber man braucht es heutzutage definitiv nicht. Es gibt richtig gute Ersatzprodukte und einer meiner Favoriten ist hier das Calypsy Life Rocks. Die nehmen wir auch heute. Ich habe auch seit, ich glaube, den letzten 7 Jahren kein einziges Meerwasserbecken mehr mit Lebensgestein eingefahren. Ich benutze eigentlich auch fast Assis. Haben die dich angespitzt? Die haben mich angespitzt. Die sind auch schon mit Bakteriensporen behandelt, das heißt, die besiedeln sich auch sehr schnell. Ist auch generell ein geiles Material, weil da auch die Korallen sehr, sehr schnell drauf festwachsen. Und dann sieht das auch selbst so schon sehr natürlich aus. Und es hat halt auch sehr schnell einen Wuchs drauf, dass es halt wirklich auch eigentlich aussieht wie Lebendgestein. Und ich muss dazu sagen, es gibt bald auch von mir eine weitere Möglichkeit, Steine ins Becken reinzubringen. Ihr dürft gespannt sein, es wird fantastisch, es wird designerisch. Aber dazu kommt es in einem anderen Video. Was ich schön fände, ist, wenn wir in der Mitte eine Art Riffabbruchkante erzeugen. Na, das hat immer so ein bisschen den tiefen Charakter. Also wenn du einfach stupide einen Steinaufbau die Rückwand hochlaufen lässt. Lieber ein bisschen lockerer, weil ihr wollt ja auch Platz für Korallen haben. Wenn ihr das Ganze mit Steinen vollklatscht, habt ihr am Schluss so eine Geröllhalde. Sieht scheiße aus. Kein Schwimmraum für Fische und kein Platz für Korallen. Das Hardscape hier muss nicht zu 100% super fertig aussehen, denn der eigentliche Charakter wird ja dann von den Korallen geschaffen. Also ruhig erstmal ein bisschen sparsamer damit umgehen, gar kein Problem. Oder? Boah, ich hätte... Das ist zu klobig das eigentlich. Ist zu, ja, klobig. Das sieht zu... Nee, warte mal. Man muss natürlich auch aufpassen, dass du keine allzu starken Schattenzonen erzeugst, weil du musst ja die Korallen auch entsprechend auf deinen Stein platzieren können. Und da muss ja auch Licht hinkommen. Ja, aber auch immer dran denken, Fische brauchen auch Versteckmöglichkeiten. Ganz wichtig. Ja, absolut. Aber das ist noch ein bisschen instabil. Du kannst ja schon mal ein paar andere Steine holen. Genau. Ich bastel mir hier mal einen ab. Ein bisschen hier. Ich glaube, das kommt ganz geil. Steht da wieder vor der Kamera. Unprofessionell. Meine Güte. Einmal mit Profis. Nicht verunsichern lassen, das sieht jetzt noch nicht astrein aus. Aber es geht ja auch erstmal um einen groben Aufbau. Wir haben jetzt hier auch nichts verklebt. Wir haben ungefähr 10, 11, 12 Kilo Steine verbaut. Circa, ja. Was kostet ein Kilo? 13 bis 15 Euro ungefähr. Also so um die 150 Euro mal für Steine einplanen. Lohnt sich aber. Auch wichtig, nicht unbedingt alles mit Steinen vollklatschen, weil du kriegst auch gerne mal Korallen auf einem Stein, gerade so Scheibenanemonen oder Priareum auf einem größeren Steinchen. Ist ganz geil, wenn man da noch irgendwie ein Plätzle für hat. Da können wir hier zum Beispiel noch was Schönes hinsetzen. Ne? Genau. Okay, dann geht es jetzt weiter mit Sand. Wir nehmen heute Live Sand. Das ist quasi ein bakterienangereicherter, schon nasser Sand, den ihr allerdings nur ins Becken machen könnt, wenn ihr gleichermaßen auch das Wasser hinzufügt. Also ihr könnt quasi nicht euer Hardscape aufbauen, Live Sand reinpacken und dann erstmal eine Woche warten. Da muss sofort Wasser rein, da ist Leben drin und das Ganze muss sich natürlich auch ausbreiten können. Also generell sage ich immer, halber Zentimeter bis Zentimeter reicht an Sand. Weil alles andere ist ein ziemlicher Dreckfänger. Es sei denn, ihr habt natürlich Sandbewohner, da wollt Sandbewohner pflegen, da muss natürlich mehr rein. Sand eigentlich schon. Ich würde sagen, für ein solches Becken reichen im Normalfall
5 bis 10 Kilo zu 100% aus. Manchmal darf man einfach Sachen nicht auf YouTube zeigen. Das ist schade, aber nee, das geht ja, nicht. Ja. Wir haben den Sand einmal in unser kleines Low-Budget-Becken eingefügt. Und wie vorhin schon besprochen, müssen wir direkt einmal das Wasser hinzugeben. Wir haben Tropic Marine Pro Reef vorbereitet und das Ganze wird jetzt einmal Stück für Stück hier eingeschüttet. Ganz wichtig mit Osmosewasser, kein Leitungswasser verwenden, wenn ihr ein Meerwasserbecken betreibt. Exactement. Das funktioniert nicht. Es ist natürlich auch immer wieder die Überlegung, ob man sich eine eigene Osmoseanlage kauft. Kleine gibt es schon ab 70, 80 Euro. Richtig, aber wir haben uns dazu entschlossen, das Ganze heute mal nicht in unsere Gesamtrechnung mit aufzunehmen, denn wir können ja auch einfach im Laden Osmosewasser besorgen. Genau. Funktioniert auch, habe ich auch am Anfang immer gemacht, weil ich es nie eingesehen habe, eine eigene Osmoseanlage zu kaufen. Aber wenn man mal eine hat, dann will man auch nicht wieder zurück. Ja, ich hab eine ganze Zeit lang die 10-Liter-Kanister auf dem Fahrrad transportiert. Ja. Also irgendwann hängte das zum Hals raus. Wasser reinkippen, ohne zu kleckern. Die hohe Kunst. Achtet auf jeden Fall drauf, dass das Ganze auf Temperatur ist. Dann vermischt sich das Salz auch besser und dann kann man auch umso schneller die Korallen einfügen, was wir ja jetzt auch direkt danach machen. Soll ich auch mal einen? Ja, komm, machen wir mal gleichzeitig, oder? Kannst auch mal ein bisschen hier den Bizeps trainieren. Jawohl. Du alter Lauch. Jawohl, jawohl. Egal wie gut man versucht, mit Sand gefüllte Aquarien mit Wasser zu füllen, es ist immer Pampe. Ich habe es noch nie geschafft, dass ich klares Wasser hatte. Bei Lifesand immer. Wenn du natürlich toten Korallensand nimmst, spülst du ihn halt, wenn du schlau bist, vorher ordentlich aus. Aber selbst dann, Ein bisschen milchig ist immer. Immer. Ne? Also vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, kann auch sein. Genau. Filter läuft, Abschäumer läuft auch. Den muss man immer ein bisschen einstellen. Da müsst ihr mal schauen, je nachdem wie tief der im Wasser sitzt, dass er nicht zu viel abschäumt. Sprich, ihr habt dann am Ende einfach nur Wasser oben in diesem kleinen Bottich drin. Das können wir aber gleich am Ende nochmal zeigen, wenn das ganze System läuft, wie das idealerweise gemacht wird. Nur darauf achten, dass natürlich nicht das ganze Wasser einfach sinnlos rausgeholt wird. Das ist natürlich Quatsch. Da noch hier Filterbakterien von Tunze. Filterbakterien kann man auch nicht überdosieren. Also ist meiner Meinung nach jetzt kein Muss beim Starten von einem neuen Becken, aber fördert natürlich, egal welche ihr da nehmt, den Startprozess im Aquarium. Wir haben ja schon Lifesand drin, die Carib Sea Life Rocks haben auch Bakteriensporen drauf. So ist es. Aber wir wollen ja, dass das Ganze schnell in die Gänge kommt. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, eine Frage, die auch sehr, sehr oft gestellt wird, gerade von Leuten, die in die Meerwasser-Aquaristik reinschnuppern. Darf ich denn direkt Korallen in ein neues Becken integrieren? Ja, immer. Es ist gut, wenn ihr Verbraucher generiert und das macht ihr eben am besten mit Korallen. Sprich, die ganzen Stoffe, die im Wasser sind, können sofort verwertet werden. Ihr habt eine geringere Algenphase, wenn ihr zum Beispiel auch direkt größere Tiere integriert, also noch mehr Verbraucher generiert. Dementsprechend hat man nicht wie früher ja oft eine Einfahrphase von 2 Wochen oder noch länger. Früher waren es 4 bis 6 Wochen mit nur Lehmgestein, aber das ist ja wahnsinnig. Deswegen, also genau, das ist kein Problem, wenn ihr von Tag 1 Korallen reinsetzt. Wichtig ist Temperatur und Salinität. Und dann ist auch gleich was los im Aquarium. Und das ist jetzt der schöne Teil. Der war schon schön, der Teil. Aber das ist jetzt der optimale Teil. Heute soll es ja um ein nachhaltiges Projekt gehen. Von daher, wir fokussieren uns jetzt einmal auf Korallen, die nachgezogen wurden. Die optimalerweise vielleicht sogar in Deutschland vermehrt wurden. Teilweise privat, teilweise von großen Korallenzüchtern, wie vom Jürgen Wendel zum Beispiel. Erkennt man relativ easy, ob es jetzt eine Nachzucht ist oder ein Wildfang. Also wenn zum Beispiel eine Lobophilia oder sowas, diese großpolypigen Steinkorallen, das sind halt immer Wildfänge. Immer, absolut. Da gibt es keine Nachzuchten von. Bei anderen Sachen, gerade bei Weichkorallen, kriegst du eigentlich oft Nachzuchten. Wir versuchen eigentlich auch nur noch Nachzuchten anzubieten, weil es die einfach in Genüge gibt. Was haben wir denn hier Schönes? Was wir auf jeden Fall nehmen, absoluter Klassiker, ist eine kleine Pilzlederkoralle. Ich nehme jetzt mal so eine schöne weißpolypige, die finde ich einfach nice. Immer, immer schön. Davon nehmen wir mal eine grüne Bäumchen-Zinnularia, auch immer geil. Gibt auch einen schönen Farblex, auch easy zu halten. Nehmen wir auf jeden Fall auch eine dazu. Da kommt schon einer an, der guckt. Kleiner Snack für den. Ja, ist da was? Nee, ne? Ja. Dann hier diese, ist auch eine Sinularia, so eine, ja, nennt sich bei uns Sinularia flauschig, weil die so, ja, so ein bisschen flauschig ist, so ein bisschen mit Grünfluoreszenz. Gibt halt auch ein schönes Bäumchen, also dann nehmen wir auch auf jeden Fall eine von mit dazu. Clavularia tricolor. Dann, das dürften Alveopora sein, wo du gerade deine Hände hast, ne?
Ja, das also ich würde jetzt steinkorallenmäßig eher low machen, aber ich glaube, eine Gunio oder eine Alveo wäre ganz geil, da wir die auch nicht im anderen Showbank haben, nehmen wir einfach jetzt einmal mal, weißt du, die bietet sich so an, nehmen wir mal eine raus, nehmen wir einfach mal mit, gucken mal, ob es geht. Unsere einzige Steinkoralle quasi im Becken. Genau. Ah, Zoas, doch, Zoas. Ich glaube hier diese Zoa Gatorade probieren wir jetzt einfach mal, weil die habe ich in dem anderen Becken noch nicht drin, die scheinen auch ganz gut zu wachsen, die ist auch schon festgewachsen. Die ist auch aus regionaler Nachzucht, da haben wir hier jemanden, der sich da ein bisschen engagiert und die Zoas vermehrt. Das sind ja jetzt alles relativ kleine. Macht es nicht eigentlich ein bisschen mehr Sinn, wenn wir da auch mal etwas größere Verbraucher reinsetzen? Theoretisch ja, aber wir wollen ja ein bisschen gucken aufs Budget. Große Koralle teuer, kleine Koralle billig. Wenn du was Großes nur willst, hier haben wir ja gerade noch ein bisschen Kenia-Bäumchen. Ja, perfekt. Das war auch eine meiner ersten Korallen. Komm, hier eine grünpolypige Sarkophyton. Machen wir auch noch. Also auch noch eine Pilzleder, aber schöne Pilzleder finde ich geil, also warum nicht? Immer. Es ist zwar eine Einsteigerkoralle, aber ist für jeden was Schönes. Auch noch so eine Antelia. Das ist einmal Affenhaar. Ja, leider jetzt komplett zu, aber ich glaube fast jeder weiß, wie Affenhaar aussieht. Und wir haben ja noch ein paar Hitchhiker. Bisschen kostenlose Greening Crew, warum nicht? Rein damit. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil für mich. Gorgonie, eine schöne Rumfella. Ist jetzt farblich nicht so der Oberhit, aber die wächst halt schnell, macht eine coole Struktur, super Einsteigerkoralle. Wunderschön. Kommt noch dazu und bringt ein bisschen Volumen rein. Oinicea. Makroalgen haben den Effekt, dass du natürlich, wie zum Beispiel auch in einem Algenrefugium, eine Pflanze in ein Meerwasseraquarium einfügst, was Nitrate, Phosphate aus dem Wasser aktiv rauszieht. Jetzt geht's ans Einsetzen. Wir setzen Korallen teilweise geklebt ein, teilweise nicht geklebt. Das kommt immer ein bisschen auf die Art an und deswegen gehen wir unser Sortiment jetzt mal ein bisschen durch. Also ich persönlich bin Fan von 2-Komponenten-Kleber. Ich nehme gerne Sekundenkleber zum Beispiel. Genau, das können wir auch nehmen. Wir sind ja heute in deinem Laden, also machen wir dein Prinzip. Fertig. Genau. Ab geht die Kannst Party. Du auch mit Sekundenkleber was festkleben. Die Frage, wo willst du hin haben, Meister Gorgonien-Fan? Wo ist der geilste Platz? Hier eigentlich geil, oder? So schön oben drauf. Dass du die auf dem Part, der ein bisschen flacher ist als der, in der Mitte recht oben stehen hast, oder? Ja, also diese Rumfella, die braucht so ein bisschen Strömung. Ist nicht so mega stark. Sieht aber ganz cool aus, wenn sie sich in der Strömung bewegt. Das heißt, wenn man sie so platzieren kann, dass sie sich ein bisschen hin und her wiegt, macht das natürlich auch optisch sehr viel her. Gerade weil sie jetzt farblich nicht so der absolute Knaller ist, aber wenn man halt so einen schönen Strauch da sitzen hat, das sieht halt einfach trotzdem cool aus. Schöner, dicker Klotz Priareum. Das haben wir gesagt, setzen wir vorne rein. Bei denen ist es immer gut, wenn ihr ein klein bisschen Platz zum Riff lasst, aus folgendem Grund. Das ist eine Koralle, die relativ schnell wächst und die auch andere Korallen überwuchert und fast schon eine kleine Pest in einem Aquarium darstellen kann. Deswegen nehmen viele Meerwasser-Aquarianer diese Koralle gar nicht erst in ihre Becken rein. Ich finde die aber auch wunderschön, von daher hat die eine absolute Berechtigung, hier mit integriert zu werden. Ist sehr robust, auch für Anfänger halt immer super. Und da kriegt man halt fast überall, wenn man fragt, einfach aus so einem großen Lappen davon, wenn das irgendjemand hat, entweder von privat oder beim Händler. Also auch eine sehr günstige Koralle, wenn man sich die zulegen möchte. Das stimmt. Auch so ein Vorteil. Wenn ihr Korallen klebt, achtet auf jeden Fall darauf, dass gerade solche Geschichten wie Weichkorallen nicht komplett direkt in der Strömung stehen. Ich weiß, ihr könnt jetzt nicht die Korallen perfekt sehen. Das tut mir auch sehr leid. Wir machen sowieso dann nochmal Bilder, wenn das ganze Wasser hier klar ist. Und dann kann man das auch etwas besser nachvollziehen. Bevor ihr ins Aquarium fasst, wascht euch immer die Hände, dass da keine Creme oder sonst was drin ist. Das ist im Meerwasser auch immer ein bisschen empfindlich. Und wenn wir die Korallen jetzt einsetzen, achten wir ein bisschen darauf, welche Koralle mehr oder weniger viel Licht braucht. In so einem Becken ist es nicht ganz so tragisch, würde ich mal sagen. Wenn das nicht so beachtet wird, aber in größeren Becken setzt man kleinpolypige Steinkorallen eben eher in die lichtreicheren Zonen und großpolypige und Weichkorallen eher in die lichtärmeren. Aber hier, denke ich mal, ist das in Ordnung. Dann mal noch ein bisschen Worte zu den Makroalgen. Also wir haben jetzt hier, wie gesagt, die Botryocladia und noch eine Caulerpa Ratzemosafa Cylindracea heißt, glaube ich. Eine Armleuchter-Kriechsprossalge, das ist auch nicht viel besser. Die wächst extrem schnell, ist aber auch super geil, weil sie halt sehr viel Nährstoffe rauszieht. Muss man halt wie im Süßwasser ein bisschen öfter zurechtschneiden. Stecke ich da jetzt irgendwo, wenn ich ein Loch finde? Ja, super trüb hier, du. Sieht man gar nichts. Okay, nächster Tag. Wir schauen gleich mal in unser Becken rein. Ihr seht, wir haben es auch direkt schon mal umgestellt, weil der Platz war jetzt eher suboptimal. Wir sind ziemlich fertig vom jetzigen Video, weil wir waren gerade schon woanders filmen. Oh. Hast du einen?
Alles für die Biologie. Im Schnee. Das war jetzt härter als gedacht. Aber jetzt geht's weiter im Text. Wir schauen uns mal an, was für andere Lebewesen hier noch rein können. Wenn wir jetzt anfangen mit der Cleaning Crew, darf ein Tier nicht fehlen. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn einfach. Stell dir das mal vor, ey. Schwupps ist er drin. Meine Damen und Herren, dieses Tier ist der sogenannte Penisfisch. Wie er infantil lacht. Komm, halt mal rein. Nein, gucken mal, was er macht. Der Penisfisch wird auch als Hornröhrenwels bezeichnet, da dieser blutsaugende Fisch in der Öffnung des Glides eines Mannes schwimmen kann. Das ist das gefährlichste Tier, was ich je im Laden habe. Wenn du ein Kerl bist, ja. Cleaning Crew. Die Cleaning Crew im Meerwasseraquarium sorgt dafür, dass gerade jetzt in der Einfahrphase, wo Algenwachstum entsteht, das Ganze ein bisschen dezimiert wird. Genau. Ich bin ja ein Riesenfan von Einsiedlern. Dummerweise gibt es von denen keine Nachzuchten. Das ist aber sowas, wo ich echt sage, kann man, finde ich, mal einen Abstrich machen und die als Wildfang nehmen, weil wenn die da abgesammelt werden, die paar Mengen für die Aquaristik, das schadet jetzt dem Ökosystem nicht. Die sind ja da überall an den Felsküsten. Und was auch noch ganz cool ist an denen, die werden mit feuchtem Zeitungspapier verschickt. Das ist für die Tiere überhaupt kein Problem, aber du hast halt wesentlich geringere Transportkosten, also weniger CO2-Ausstoß. Und mein absoluter All-Time-Favorite sind halt die Clibanarius tricolor, die kleinen blauen Einsiedler aus der Karibik. Die bleiben klein, die gehen nicht an Korallen und was ich richtig geil finde, die fressen oft auch verschiedene Arten von Cyanus. Das heißt, die sorgen schon von Haus aus dafür, dass wenn du leichte Cyanobelege kriegst, die fressen die einfach weg. Dann Algenschnecken, natürlich auch so ein ganz wichtiger Bestandteil der Cleaning Crew. Natürlich erst einsetzen, wenn Algen da sind, weil die brauchen was zu fressen. Wenn es nachhaltig sein soll, gehen etwa die kleinen Täubchenschnecken. Ansonsten, wenn es noch, das ist ein bisschen schwieriger zu finden, aber die gibt es immer mal wieder, dass die sich spontan bei Aquarianern vermehren. Das heißt, die kann man dann noch als Nachzucht kriegen. Das sind entweder hier die Turbos. Ich hier Sack. Ja, Paco, ey. Oder Trochus, die erkennt man so ein bisschen an diesen orangenen Streifen. Und als Nummer 3 nehmen wir Kegelfechterschnecken. Genau, das wäre jetzt auch nochmal ein kleiner Abstrich bei der Nachhaltigkeit, weil es die aktuell auch nur als Wildfang gibt. Aber es gibt halt effektiv keinen besseren Bodenputzer. Also wenn man wirklich einen algenfreien Boden haben möchte, gerade wenn man ein bisschen Kieselalgenprobleme hat, sind die Kegelfechter halt völlig unschlagbar. Mit den Fischen warten wir allerdings noch ein bisschen. Ungefähr 2 Wochen, Pi mal Daumen. Ähnlich wie im Süßwasser hat man auch Denitrifikationsprozesse und Ammoniak kann sich bilden. Also ist es immer ratsam, dem ganzen System ein bisschen Zeit zu geben, um in Schwung zu kommen. Aber Cleaning Crew kann sofort rein, Korallen können eigentlich auch direkt rein, so wie wir es schon gemacht haben. So, unser Becken ist fertig tatsächlich. Die ersten Korallen gehen auch schon langsam auf, was natürlich ein super Zeichen ist. Genau. Man muss dazu sagen, das ist jetzt kein fertiges Scape. Es ist sehr, sehr einfach gehalten. Das war aber auch unser Ziel. Wir gehen gleich mal die Kosten durch. Wir haben eine Sache noch gemacht, ihr seht es schon. Wir haben das Ganze gepimpt. Das ist eine kleine blaue LED, um einfach diesen Meerwassercharakter ein bisschen mehr zu zeigen. Wenn man die wegnimmt, ihr seht es schon, der Charakter verändert sich etwas ins Gelbe. Und das umgeht man natürlich, wenn man ein Meerwasser-blautypisches Licht mit einbringt. Das ist eine Kostenfrage, es ist für die Tiere, die wir hier eingebracht haben, nicht unbedingt nötig. Das Aquarium steht jetzt hier so relativ gut. Wie fahre ich das ganze System weiter? Und wir haben uns dazu entschlossen, das mit Wasserwechsel zu fahren. Es wird also kein richtiges Versorgungssystem geben, sondern Calcium, Magnesium, Stoffe, die einfach von den Korallen verwertet werden, werden durch regelmäßigen Wasserwechsel hinzugefügt. Ich würde 10% jede Woche machen, dass das einfach eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Wenn man dann irgendwann beim Testen merkt, okay, ich habe einen höheren Verbrauch, kann man sich dann auch mal überlegen, ob man auf ein Versorgungssystem umsteigt. Ich würde dann als Anfänger das Tropic Marine Euphorief nehmen, weil es einfach super easy im Handling ist. Exakt. Man hat alles in einem, man muss nicht mit verschiedenen Mittelchen rummachen. Ist ein gutes Produkt für sowas. Genau. Es ist natürlich immer wieder auch Potenzial zum Fehldosieren. Wenn man zu viel dosiert am Anfang, wenn man es sehr gut meint, kann man im Meerwasser auch oft noch mehr kaputt machen. Viel als man hilft, viel funktioniert genau. Nicht. Dann gehen wir mal durch die Chose. Wir haben einen überkochenden und sehr motivierten Abschäumer. Genau. Gepaart mit einmal dem Tunse-Filter. Im Tunse Reef Pack 250, da wären wir bei 180 Euro. Das gibt es auch noch eine Nummer kleiner in Größe, je nach Beckengröße. Dann das Becken selber sind wir bei so einem ganz normalen Standardbecken bei 60 Euro. Pimp My Tank ungefähr nochmal 15 Euro aus dem Baumarkt und noch 5 Euro für eine Thermomatte und das Becken, weil niemals ein Becken direkt aus Holz stellen. Ganz dumme Idee. Richtig, aber auch für viele, die vielleicht schon ein Becken haben und das umbauen möchten, das würde natürlich dann wegfallen. Nur gut sauber machen.
Richtig. Das ist wichtig. Nächstes ist unsere Strömungspumpe da hinten. Genau, das ist eine Thunse 620, die liegt meistens so bei ungefähr 35 Euro. Dann haben wir Gestein, also jetzt bei diesen Caribsea Lifebox, die wir hier drin haben, der war ungefähr bei 160 Euro für die Sachen, die jetzt hier drin sind. Das sind ungefähr 11 Kilo. Sand, die Menge hier drin, würde ich so um die 20 Euro einrechnen. Also gerade wenn man da jetzt zwei kleine Päckchen Live-Sand nimmt, die liegen in der Regel für 2,5 Kilo bei 9 Euro das Stück. Ist mal so bei 18 bis 20 Euro. Dann und haben wir Licht. Licht sind wir ungefähr jetzt bei so einer Lampe bei 100 Euro. Die blaue Röhre haben wir jetzt hier nicht eingerechnet. Ne? Das ist das Einzige, was jetzt nochmal separat wäre. So, dann haben wir mal noch Salz. Und da wir davon ausgehen, dass wir jetzt keine eigene Osmoseanlage haben, auch das Osmosewasser, würde ich da mal so ungefähr 100 Euro einrechnen. Hat man noch ein bisschen Wasser vielleicht übrig für Wasserwechsel und noch ein bisschen Salz über. Dann mal noch so 100 Euro für den Scheibenreiniger, für die ersten Wassertests, für ein Aerometer, sodass man so ein bisschen die Grundausstattung hat, um Wasser testen zu können und zu gucken, passt alles. Und nochmal ungefähr 20 Euro mehr für einen Heizer, wenn einer benötigt wird. Und dann sind wir dann roundabout für diese Einrichtung, ohne jetzt Tiere, Korallen, Cleaning Crew, sind wir bei ungefähr 830 bis 850 Euro. Dass ihr das Becken so weit habt, dass ihr dann besetzen könnt. Dann ungefähr 350 Euro für die Korallen, die wir jetzt hier eingesetzt haben. Da auch immer von mir der Tipp, wenn ihr Korallen kauft für den Erstbesatz, macht es schon Sinn, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgibt, weil die Händler sind dann oft auch bereit, wenn ihr ein bisschen mehr Korallen kauft, euch vielleicht mal noch eine kleine Koralle als Bonus dazu zu geben, gerade als Anfänger. Das wäre bei beide Seiten ganz cool. Und ich würde noch so 35 Euro für die Cleaning Crew einsetzen. Also kann man sagen, dass wir ein Aquarium meerwassertechnisch von null auf unter 1000 Euro locker einrichten können. Das ist machbar, ja. Und sogar ein relativ großes Meerwasserbecken. Exakt. Wir hoffen sehr, euch hat das Ganze ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr Fragen habt, haut das Ganze in die Kommentare rein. Wenn ihr eine sehr gute Empfehlung für ein Meerwasser-Aquaristikgeschäft haben wollt, kann ich euch nur Unterwasser Freiburg ans Herz legen. Kommt auf Tim zu, der ist immer gerne für euch da und steht für Fragen zur Verfügung. Und ansonsten Kanal abonnieren, Like da lassen und wir sehen uns nächste Woche wieder.